paar schnelle Fragen im Stehen. Schön, dass Sie da sind. Frau Zypris, SPD im Herbst 2012. Ein Fall für Sterbehilfe? Nein. Echt wahr, dass Peer Steinbrück für einen Beitrag in der Obdachlosenzeitung Straßenfeger 40.000 Euro verlangt hat? Nein, er hat sie allenfalls gespendet. Hilft Alkohol? Ihnen? Oder wem? Generell. Uns? Nee, Alkohol hilft nie. Die Städte Ihrer Biografie sind Kassel, Gießen, Hannover, Darmstadt. Mal so herumgefragt, interessieren Sie sich denn gar nicht für Architektur? Karlsruhe ist schon besser. Ja, es sind halt alles Nachkriegsstädte. Aber das ist so in Deutschland. Wir haben den Krieg verloren. Ja, zum Glück. Ja. In English, please. Ihre Botschaft an die Freiheitskämpfer in Birma. You can do it. Yes. Was genau meinte eigentlich der Loser Norbert Röttgen, als er über Sie sagte, sie hat eine juristische Meinung, aber kein politisches Ziel? Das müssen Sie ihn selber fragen. Ja, kommt nicht. Er kommt nicht? Er wartet, bis Beckmann fragt. Wissen Sie nicht? Nein, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Wie schmeckt Justizministerium? Manchmal bitter. Wie schmeckt die Wange von Franz Josef Wagner? Nach Nikotin. Was war verheerender für das Image unserer Justiz? Der Kachelmann-Prozess oder die Sendungen von Barbara Salisch? Beides gleich schlecht. Wer kann toller demonstrativ gelangweilt gucken? Angela Merkel während Steinbrücks Rede bei der Haushaltsgeneraldebatte oder Lana Del Rey auf den H&M-Plakaten? Angela Merkel. Was können wir tun gegen die verdammte Herbstmelancholie? Ab und zu ins Sonnenstudio. Wollen wir uns setzen? Ja. Brigitte Zypris, toll, dass Sie da sind. Nehmen Sie Platz.